Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir führen ja heute eine sehr wichtige Debatte. Ich glaube, das wird schon dadurch deutlich, dass wir uns nicht so sehr an dem Gesetzesentwurf selber orientieren, sondern dass es eher ans Grundsätzliche gegangen ist. Es geht um Artikel 25 Niedersächsischer Verfassung, es geht um Artikel 80 Absatz 4 des Grundgesetzes und es geht eben auch um die Frage, die wir wirklich ausführlich debattieren müssen, inwieweit man nach der jetzigen Praxis es eigentlich zulassen darf als Parlamentarier oder zulassen mag, dass die Landesregierung über Rechtsverordnungen tief in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes eingreift. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein Störgefühl, was sich da auftut, das ich als Jurist auch teile. Insofern finde ich es sehr richtig und gut, dass wir diese Debatte führen und meine, es ist auch sicherlich ein Ansatz in die richtige Richtung, wenn wir hier uns einmal mit dem Gesetzentwurf der FDP-Fraktion befassen. Ein Ansatz mehr dann allerdings auch nicht, denn es ist doch relativ unausgegoren, so enthält es dieser eher schlanke Gesetzentwurf keine Regelung zur erforderlichen Mehrheit für die Zustimmung bzw. Genehmigung, die dann eingebracht wird. Anderer Punkt ist Artikel 80 Absatz 4 Grundgesetz. Ich hatte ihn eben schon erwähnt. Das ist rechtsdogmatisch ein bisschen schwierig, weil Artikel 80 Absatz 4 Grundgesetz sieht eigentlich was anderes vor. Da geht es nämlich genau darum, dass ein Land das Recht haben soll, seine eigenen Befugnisse im Gesetzeswegen zu regeln, wenn es eigentlich auch eine Ermächtigungsgrundlage für die Landesregierung gäbe. Das bedeutet dann aber, dass es dann zu einem Gesetz kommen sollte. Was wir hier haben, laut dem Entwurf der FDP, ist aber so eine Art Dauerschleife, genau, danke, so könnte man es nennen, genau, weil dann nämlich die Landesregierung doch wieder ermächtigt wird. Also etwas, was gerade Artikel 80 Absatz 4 eigentlich gar nicht will, sondern da soll es eben per Gesetz geregelt werden. Insofern ist das rechtsdogmatisch, rechtstechnisch sicherlich schwierig. Was mich auch ein bisschen umtreibt, wenn ich mir Paragraph 4 dieses Gesetzentwurfs anschaue, ist die Aufzählung der Grundrechte. Da wird abschließend aufgezählt, Freiheit der Person, Artikel 2 Absatz 2, Versammlungsfreiheit, Artikel 8, Freizügigkeit, Artikel 11, Unverlässlichkeit der Wohnung, Artikel 13 und auch zu meinem Erstaunen dann auch das Brief- und Postgeheimnis, Artikel 10. Andere Artikel, wie zum Beispiel Religionsfreiheit, Artikel 4, finden keine Erwähnung. Das erschließt sich mir auch nicht, warum es beschränkt wird auf eine gewisse gewisse Bereich der Grundrechte. Ein anderer Punkt, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist aber doch folgender. Was wir im Endeffekt, und das ist vorhin schon mal ganz richtig angeklungen, wenn man Rechtsverordnungen hat, dann verkümmert auch ein bisschen der Rechtsschutz, den der Mensch hat, der Bürger hat vor den Eingriffen, die über eine Rechtsverordnung kommen. Dieser Rechtsschutz ist nämlich sehr, sehr schwierig in der Praxis. Was wir also haben, ist das grundlegende Problem. Wir müssen sehen, dass es zu keinen Grundrechtseinschränkungen kommt. Wir dürfen vor allen Dingen in Anbetracht dessen, dass mehr und mehr deutlich wird, dass die Corona-Pandemie bei weitem nicht das Ausmaß hat, wie man zunächst angenommen hat, doch nur umso schneller dahin zurückkommen, dass sämtliche Grundrechtseingriffe im Zusammenhang mit irgendwelchen Corona-Schutzmaßnahmen unterlassen werden. Meine Herr Kollege, entschuldigen Sie bitte, Augenblick mal. Meine Damen und Herren, Frau Kollegin Menge, Frau Kollegin Emmerich-Kopacz, wenn Sie dem Redner doch Ihre Aufmerksamkeit zukommen lassen wollen und die Gespräche erstmal bis zum nächsten Punkt beenden könnten, wäre das sehr nett. Bitte schön, Herr Kollege. Das Problem der Grundrechtseinschränkung durch Rechtsverordnung ist jetzt gerade in Corona-Zeiten virulent geworden, um im Bild zu bleiben. Wir, die AfD-Fraktion, stellt sich als Fraktion einer Rechtsstaatspartei vehement gegen Grundrechtseinschränkungen, vor allen Dingen dann, sehr verehrte Damen und Herren, wenn sie dermaßen unverhältnismäßig sind wie jetzt in diesem Fall der Corona-Pandemie. Schon deshalb sehen wir diesen Gesetzentwurf kritisch. Er zementiert im Endeffekt durch seine Regelung Grundrechtseingriffe im Zusammenhang mit der Corona-Panik. Und er gibt ihnen den Anstrich parlamentarischer Legitimation, die es eigentlich nicht bräuchte. Vielen Dank.